Wo haben diese Ratten das bloß her? Die verschwenden wirklich keine Zeit. Hör dir das an, die AFP. Wegen Verdachts der Vergewaltigung ist Jean Farrells Sohn in Polizeigewahrsam. Sein Vater bekommt gleichzeitig einen Orden verliehen. Ist das zu glauben? Bei mir geht's auch los. Wenn's Ausländer sind, reißt du dein großes Maul auf, aber bei deinem Sohn hältst du die Klappe. Alle Sexualtäter, ich meine wirklich alle, müssen streng verurteilt werden. Ich hoffe, ihr Gedächtnis wird sie nicht im Stich lassen, sie verdammtes Stück Scheiße. Hör auf, das zu lesen. Entrüstung mit selbstgewählten Variablen. Wenn's Araber sind, ist es super schlimm. Bei deinem Sohn interessiert's kein Schwein. Wo bitte ist unsere Feministin? Das ist ein Albtraum. Gehen wir in mein Büro? Das ist doch ein abgekartetes Spiel. Man will uns schaden, das ist doch völlig klar. Warte, warte. Die undichte Stelle kann überall sein. Es kann durchaus die Klägerin selbst sein, einer der Ermittler oder gar der Staatsanwalt. Für mich hat vor allem die Klägerin ein Interesse daran, etwas durchzustechen. Können wir mal über meinen Sohn sprechen? Aber dafür sind wir ja hier, Claire. Ist er mit jemandem zusammen? Soweit wir wissen, nicht. Gibt's eine Vorgeschichte, was Gewalt angeht? Vielleicht spezielle Probleme? Nein. Konsumiert er Drogen? Nein. Eine Frage, was droht ihm? Das Problem ist, sobald es zu einem Eindringen kommt, ist es Vergewaltigung. Aber selbstverständlich ist das Strafmaß sehr weit gefasst. Ich meine, es kann von einer kurzen Bewährungsstrafe bis zu 15 Jahren Haft reichen. Aber das kommt nur sehr selten vor, wenn erschwerende Tatumstände ins Feld geführt werden. Tatsache ist, nur sehr wenige Fälle von Vergewaltigung landen vor dem Schwurgericht. Ich will nicht so optimistisch sein, aber das Risiko ist minimal. Die Frage, die sich stellen wird, ist die nach dem Einverständnis. Eine Vergewaltigung wird schnell zu einem Problem sozialer Art. Ich hoffe, du bist nicht zu schockiert, Claire. Wir werden das Leben der Klägerin bis ins kleinste Detail unter die Lupe nehmen müssen. Hat sie einen Drink genommen? Hat sie getanzt? Hat sie gegessen mit dem, den sie beschuldigt? Letztlich glauben die Geschworenen vielleicht, sie hat es drauf angelegt. Es kann durchaus sein, dass es bloß als sexuelle Nötigung eingestuft wird und mit einem Strafgerichtsurteil endet, was viel weniger Risiken bürgen würde. Bonjour. Bonjour, Kriminalpolizei. Sind Sie Alexandre Farrell? Wo wollen Sie denn hin? Sind Sie allein in der Wohnung, Monsieur? Ja. Wir machen eine Hausdurchsuchung. Können Sie das bitte überprüfen? Das muss ein Irrtum sein. Morgen fliege ich wieder in die USA. Das glaube ich eher nicht. Ich bin Arthur Sellerier, Ihr Pflichtverteidiger. Weißt du, was man dir vorwirft? Ich hätte ein Mädchen vergewaltigt. Gestehen Sie die Taten, die Ihnen vorgeworfen werden? Nein, denn sie hat es auch gewollt. Meine Tochter hat deinen Sohn wegen Vergewaltigung angezeigt. Das ist einfach unmöglich. Das ergibt keinen Sinn. Es wird ermittelt werden. Sie stehen unter richterlicher Aufsicht und können jederzeit im Gefängnis landen. Unser Sohn? Das ist sicher eine Verrückte. Und wenn er sie vergewaltigt hat? Weißt du, was du sagst? Ein Mann lügt zum Beispiel aus Angst oder weil ihn die Realität seiner Tat schlicht überfordert. Ich hab doch nichts gemacht. Sind Sie freiwillig mit ihm dahin? Er hatte mir gesagt, er hat ein Messer. Hat er Sie mit dem Messer bedroht? Ich muss diese Fragen stellen, Mademoiselle. Laut Ihnen, sagte Ihnen Monsieur Farrell, blas mir einen Schlampe. Wenn der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war. Sie, Nathan, Mademoiselle, wie Mann, sind Sie auf die... Gibt es eine Vorgeschichte, was Gewalt angeht? Vielleicht speziell. Wie kann ich das nicht tun? Der Ansicht, Opfer einer Intrige gewesen zu sein. Das wird dein Leben ruinieren. Wessen Leben, Claire? Wessen Leben ist ruiniert? Wessen Leben?